Zum Birnsee. Kommen wir mit dem Vieri? Hau die Ehre. Ja moin! Fix ist die schwer. Das ist gescheit schwer, ne? Wir können es wieder gescheit zumachen, die Bagage. Geht es so wie im Stachus? Was hast du eigentlich erzählen, gell? Ich kann gar nichts erzählen. Ich hab's erzählt. Muss jetzt da anfangen, oder wie? Muss jetzt da anfangen zum Reden, oder wie? Ja. So, also herzlich willkommen zu einem neuen Let's Beifahrer. Beifahrer View. Sind wir jetzt beim Christoph am Häckseln. Zwei Häcksler. Mal wieder überholen davon, die Heimi. Der Jonas hat den einen. Ich kann das nicht. Das wissen wir. Das nicht. Ich kann nicht laufen, ich bin voll mit Jockey. Schmeckt mir persönlich ganz gut. Schmeckt schon richtig gut einmal. Du hast da den Biss nicht ganz zusammengelockt, Bub. Jetzt habe ich mir heute noch für die extra Tag gemacht. Weißt du schon, stundenlang bin ich im Bad gestanden. Ja. Jetzt muss ich die Kamera die wieder treffen. Ich bin im Bad gestanden. Wenn ich die Zeit am Glummi rechne, dann schon. So, da haben wir den nächsten. Ja. Ja, ja. Ehrlich, da liegt zuerst einmal ein paar Stühle da. Steinreich. Da liegen drüben Stühle. Immer die Paparazzi los. Hm? Immer die Paparazzis. Immer die ganzen Paparazzi los. Müssen sie immer so anreißen bei meiner Fangle? So, die ganze Kamerageschichte habe ich jetzt gerade auf, damit der Jonas da sauber umschauen kann. Ja, ich denke schon. Das, ja. Die sind nicht genau unter dem Biss, meine ich. Hat der aber keinen Funk drauf? Was? Hat der keinen Funk drauf? Ah ja, die hast du schon sauber auf die Zeiten geschoben. Echt, ja.
Genau, wie gesagt, die haben jetzt einen Christoph sein Mais weckert. Das Ganze über ein Mais-Silo-Bündel. Ja. Gute Bindel einmal. Jonas wollte jetzt mit dem kleinen Häcksler. Mäht jetzt eine Ruhe beim Ausmähen, deswegen mäht er kein Schell drauf haben, also keine Kamera auf dem Schell drauf haben. Nicht so der Hit. Ha? Nicht so der Hit beim Ausmähen. Ah. Guten Abschieber da noch. Ich finde es schön, dass du den Mais weg da hast. Was? Zwei Wochen? Nein, drei Wochen. Drei Wochen schon. Drei Wochen schon. Nein, gestern zwei Wochen. Hey! Erklär mal, wer du bist. Weißt du, die Leute, dass du überzeugt wirst? Ja, ich bin der Schulz. Florian. Ich bin quasi der Teileversorger von Christoph ein bisschen. Ich habe wieder was für seinen Allmann braucht. Und bin jetzt wegen der Deko da. Wenn wir gut ausschauen, Häcksleischwein. Das Kamerastativ gerade, aber das funktioniert alles relativ gut. Und ein Jonas, ein Lehrling, so ein Häcksler von jetzt dann. Der meint unbedingt, dass er mich anlehnen muss. Und der mal so wieder mal. Auf alle Fälle, der Mais ist eigentlich genau zeitig, sag ich mal. Das passt schon so. Haben wir jetzt einen 17. Oktober, also hübsche späte Sorten, und denken wir nicht, was er mir erkennt, gell? Ja. Genau. Deswegen kommt er jetzt erst Futter. Muss ich da bauen. Gib dir noch ein bisschen Drehzahl, damit er weiter wirft. Oh, ist schlauer, den brauche ich gar nichts mehr lernen. Ich arbeite bei dem Verein. Ja, sag einmal, was du tust, was du machst, wer du bist. Genau, also ich bin bei der DOB zuständig, also jetzt nicht beim Turmbau, wo der Christoph seine ganzen Maschinen her hat. Mach da Kundeninspirator, das heißt quasi, ich bin zwischen Werkstatt, Vertrieb und so weiter dazwischen geschalten. Mach das ganze Jerry Link-Thematik, also das ganze Telemetriesystem bei uns betreue ich. Und ja, genau, im Endeffekt ein bisschen Mädchen für alles. Weißt du, Reggie? Soll jetzt keine Werbung sein, aber die OB ist super. Genau. Sind wir jetzt, sieht man jetzt einen Ausblick in Genizellertal. So schön. Da ein wenig Mais, da ein wenig Draxelsrührt und Zellertal. Da ein wenig Jonas. Nicht gut, der Jonas. Nein, schmeckt noch gut, der Jonas. Das kann's auch. Jonas, wie der Kurbus nachgelangt in der Früh. Auch. Habt ihr es betoniert daheim, oder hier? Ja. Oder der hat es immer noch betonieren? Immer noch. Schon wieder. Was tust du denn schon wieder bauen? Nur bauen, 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 bauen. Immer größer, immer größer. Wir klein bleiben. Go big or go home. So, jetzt habe ich nebenbei gesagt, fast mein erster Aushängsler. Erste Mal aus, mein Heuer? Ja. Und du sollst mir das Häcksler von lernen, ja? Ich habe nicht mehr gehäckselt. Hey. Ja, der Jonas ist ja auch gerade so wieder Teilzeitpilot beim Christoph. Richtig. Schub da. Na, mal da gleich. Schmeckt dem nicht gut, der Schub? Schubstange einbauen. Jetzt soll ich mal du was ein bisschen, wie lang häckselt sie ist. Ja. So. Schnittlänge, ja, weiß ich gar nicht. Siliermittel drin, ja oder nein? Siliermittel haben wir nicht, das sind 7 mm, der Mais ist Drucker, das passt. Schmeckt mir gut. Sie hat sich sehr gut, ein bisschen rohfaserreich häckseln. Vertragt sich gut mit dem Sackspein in der Presse drin. Ja,
Ja, genau. Muss dazu sagen, die haben vorhin mit dem Eisbündelpress war zuerst beim Segler und hat Hobischorten presst, also Sägespäne für die Sägespäne für die hochdeutschen Zuschauer. Vom Coima. Ja, okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, der klappt da nicht auf, aber der ist jetzt bis jetzt um. Was? Weil ich gerade gesagt habe, dass der gar nicht aufklappt, aber der ist bis jetzt nur am Großweg gefahren. Was? Wer? Reifen, ein Dreck. So. Aber das. Der hat fast verklappt, schon wieder dahin. Ja, der fährt Acker schon nicht. Also, das ist. Hallo, Gländlerfunk. Weil ich hätte Funk, aber ich weiß nicht, wenn wir Smartphone ist, dann fernbedienen. Da umhängt's, die Chloe. Aber die hast du noch eine Fassung, dass ich jetzt nicht reiber da wieder reißen darf. Sie haben noch schon gesungen. Ah, das ist ja nicht mehr. Ja, die hat fast gar keine Luft mehr drin, den hält's fast nicht mehr. Ja. Den zieht's aber. Ja, da oben ist, sag mal, da oben. Das ist nicht Fernbedienung. Also, das ist nicht. Ja, fällig ist es. Nein. Fällig ist es. Nein. Fällig ist es. Nein. Ist nicht. Du weißt nicht, wo die schon wieder flackt. Wie eine Fernbedienung. Ja, der hat auf jeden Fall keine Fernbedienung. Putze fix. Warte mal, stimmen wir wieder. Alles ist ja drin im Häcksler. Da ist aber eine Vokuhila-Perücken halt auch noch da. Ja. Meine Zigarette haben da, schmeckt mir gut. Schmeckt dir gut, Schnickerspapier. Da unten ist auch nichts. Nein. Da kannst du nicht drauf drücken auf das drum. Nein. Das ist das Problem. Oh mei. Das ist immer ein Problem. Wenn ich sie den Police rum habe. Ich weiß nicht, was ist. Ja, dann drücke ich damit drauf. Das ist ein Gemüsekopf mehr anrufen. Ach, fick dich. Ja, grüß dich einmal. Du bist jetzt live im Fernsehen. Nein, Schmarrn, du, Frage. Wo ist denn Fernbedienung für den Funk? Ah, die muss unbedingt, keine Ahnung. Ei. Haben Sie zu uns irgendwo? Da muss ich mal schauen. Du und sag einen Hauer noch, der muss unbedingt eine Luft in den Reifen rein tun. Der hat den Zirkspiel von der Finger, meine ich. Passt. Gut, Terry. Ja, das ist jetzt nächste Abfolge spannend. Christoph, sei gut, 175 in Schwarz. Hier, dem aber immer noch 7 Fan geben. Ja, du. Du hast ja keinen Geschmack. Du hast auch keinen. Die Fänge selbst besiegen. Ja. Gelbe Fänge hat auch jeder, Johnny. Ja, aber ist sie in Schwarz? Das passt da so. Mir gefällt's nicht. Was? Schwarze. Schwarze? Mit selben Fängen hat aber besser gefallen. Und den selben, den kommunalen Aufkleber drauf, die selben, die sind schon. Ja, die kriegst du normalerweise bei den Kommunalen mit drauf. Den selber? Ja. Sag dir noch, was hat denn die S? 42. Ja. Das kann jetzt aber nicht spielen. Das ist. Ja, der ist nicht kalibriert. Nein, der geht nicht.
Nein, das ist nicht kalibriert, das darf man nicht sagen. John Deere geht nicht kaputt. Nein, der geht wirklich nicht, da ist irgendwo, da haben wir ein bisschen Probleme dabei gehabt. Der lässt sich nicht gescheit kalibrieren. Darf man wirklich sagen. Nobody is perfect, jeder geht einmal kaputt. Geil, wie eine Maschine das hast. Einfach. Wie oft warst du heuer in der Werkstatt? Ha? Wie oft? In der Woche, ja. Gefühlt. Also Waldra geht auch kaputt, so ist es nicht. Jetzt erklär mal, warum glaubst du jetzt du da zusammen? Weil sonst die ganzen Maisstangen da über die Innenseite. Das ist nicht nur der Wahnsinn. Was scheppert da alles so? Alles. Wieso? Ah, man schaut dir schon wieder, ob sie ist. Nein, das ist die Kiste vom Christoph. Nein? Doch. Das ist das Scheckerland. Nein. Nein. Ich finde das Gewicht so süß. Das 400 Kilo Gewicht. Das ist. Fährt jetzt dann immer Schiene neu abschieben. 260. Gehört der an Christoph? Gehört der? Nein, aber schmeckt ganz gut. Wir fahren mit der neuen Schubwind, ziehst du brutal rein. Ja, Plexiglas, oder? Ja. Das ist scheiße. Das ist schon scheiße, ja. Das wird da so drüber, da siehst du irgendwann nicht mehr im Munge. Das hast du wieder gut ausgemacht. Ja, dann wollte ich dann zustehen. Bist du den Wagen da? Ja. Das ist aber mal wieder schön mit zehn Wangen und so einem kleinen Häcksler. Ja, bei uns fährt nichts unter dem Zehnreihe. Ja, der steht da. Kleine Feder, ja, da ist der Rekord. Ich muss dazu sagen, ich komme aus dem Land zu der Raum, das ist irgendwo 50 Kilometer weg von da. Saupreis. Ja, was heißt der Saupreis? Das Saupreis bist. Das ist Herzen Niederbayerns. Der Saupreis bist. Die gibt dir gleich einen Saupreis. Sag der Oberpfälzer. Ja, da wäre er gleich wieder ganz schön zündig, wie man das so sagt. Aber ja. Ich komme wenigstens mitten aus Niederbayern, weißt du schon? Und du kommst, ja. Hinterm Baum rechts. Die ist auch gar nicht wahr. Haben sie mir drin mal heißer, ganzen Bahn, weil sie nicht wissen, wo sie hin geht. Schon nicht gut. Wer ruft da nicht schon wieder? Ja, Mama. Das ist deine Mama. Ist deine Mama? Mit dem 8-3er noch da runterfahren, oder wie? Ja, ich sag's ihm. Derweil. Wir sind im Heufahren, sind wir einen Kompressor, einen Reifen aufpumpen. Na, hat. Beim 8-5er gerade keine Ahnung. Das leckt. Verschleißteil. Ich hab keine Verschleißheit. Und jetzt auch dazu sagen, das komplette Jahr lobt dann Johnny Häcksler so früh und jetzt kam ich einer von Johnny da noch gefangen, wie das auskotzen. Nein, und das jammern noch. Das ist nix, aber kaum brauchst du das Hans eh. Das ist bei jeder Maschine so. Ist halt so. Es wird so, gleich haben wir es wieder mit dem Mais. Das war schön, dass du da warst. Hat sich rendiert. Grüß auf seine 1,3 Hektar Mais weg da. Zwei Häcksler. 15 Apfel gespannen, aber die stehen alle noch im Hof. Da hinten ist er noch mehr Flieg. Das passt schon mal. Da sieht man jetzt die wunderschöne Aufnahmequalität des Campers, dass der sogar eine Reihe richtig rein tut. Jetzt lesen wir es nicht still an da.
Hey, du musst mal raus, Bub. Nein, nicht. Musst schon. Nein, musst schon. Fix, es ist ein kräftiger Stein da. Die gesehen? Ja, ich gesehen. Das war der Jonas unter die Meistern. Ein Loi Mikkel, aber. Ich will wieder nicht so wie sagen, sonst schlagt er mich wieder. Das macht er nämlich immer. Das ist einfach nicht wahr. Immer wenn die Kamera aus ist, schlagt er jeden. Ich bin der netteste Mensch. Aggressionsgeladener Mensch, der Typ. Ich bin der netteste Mensch in aller Zeit. Du bist hochgestorben. Du weißt es aber vielleicht schon, dass ich die Kamera nicht die ganze Zeit trage. Ja. Die kriegst du jetzt noch durch. Ja, das ist das Gelände. Dann nehmen wir die Lastung fahren. Das ist wieder alles top vorbereitet. Ja. Nö. Ich komm nie wieder! Den ganzen Tag darfst du die scheiß Kamera rumdrücken. Du bist jetzt von 10, ne? Was? Ja. 5 Minuten an! Mama, Mama, ich komm im Fernsehen! Die darfst jetzt so du auf da wieder! Schwäschel! Ja, schau dir das als ein richtiger Mechaniker. Hast du dich schon vorgestellt? Hä? Ja, weil ich mich schon vorgestellt. Ich bin von der Mom der Bub. Da bin ich. Aber bei der Bio-Bio-Tau eingehen kannst du nichts. Ja, da, ich tue schon viel. Ja, wo? Da, ich bin immer aktiv, sogar am Samstag habe ich mein Firmenhandy dabei. Habe ich vorher sogar schon telefoniert wieder damit. Das ist ja mein Fest. Letzte Luft aufpumpen. Ich sag dir so hinten oben vor dem Bio, aber das ist ein Bio. Da hinten, da hinten. Da, Bio oben vor. Meist ist gut, dass der Reibahn-Kompressor dabei hat, der John Deere Häcksler. Haben wir gerade gesagt, der 46 Tesla, das kann nicht sein. Ja, sag ich, da ist der Sensor hin. Sagt der, was schämt der so? Ja, sag ich, das Gleichgelager hin. Wo ist denn Fernbedienung vom Funk? Warum geht immer rechts vom Sitz hin? Ja, rechts vom Sitz, der links hier, tausend Kabel unten. Was soll ich nicht finden? Ja, nein, ich kann es auch geschmatzt, aber du schmatzt keiner mit mir. Was soll ich zusammen mit mir? Mit dir mag einfach keiner reden. Wieder auf. Alleine, FM. Hast du gefunden? Nein. Hast du gefunden? Was ist mit dem Klips passiert? Da war alles auch gefunden, immer einiges. Ich weiß nicht, du bist damit überhaupt geschickt, obwohl du seit zwei Wochen warst. Oh mei. So ist das bei einer Firma gar nicht mehr. Da weiß man das immer nicht, wie es war ein Kessel wäre, obwohl es seit drei Wochen eigentlich feststeht. Aber ehrlich, nein, brauchen wir nichts. Oder sauber schön Funkfreisprech. Ja. Jetzt fährst du gleich mit du. Hä? Jetzt fährst du dann gleich mit du. Ich soll fahren. Lass mich da mal meine Schuhe putzen. Nein, weil das jetzt. Dass wir das mal visualisieren, wie es da drin ausschaut. Ungefähr so schaut es im Christoph sein Auto und sein Zimmer und überall aus. Nein, ich weiß nicht, was er zeigt. Gestern hat er da das Ding da viel gebaut. Weißt du? Hä?
Du nimmst mal was. Zapfen raus. Nee. Guten Spezi mal. Was ist denn der Glitzer? Da schon her. Grüß auf, wenn du das siehst. Der Deckel liegt unter dem Teppich. Ich bin so anstößig war und dann hat man das rausgeschnitten. Also schade, dass ich so. Was ist denn der Scheiß? Ah! Hallo! Kenne dich, ja? Alle! Hallo! Ja, ich mach's eh mit dir! Geht das? Steiß mich, du nicht? Tör mich her da. Du jetzt so immer drucken, oder wie? Hallo. Wo sind? Wo ist das? Mich, du mehr. Mal hängt das da. Steiß mich jetzt auch? Ja, ich versteh dich. Bah. Mahlzeit, du siehst der Kapitän. Kann man jeder so spinnen? Was soll ich denn jetzt aufhören? Spitzest du dir? Wo ist denn der Holbert? La! Was soll denn der Scheiß?